Freunde, FIFA 23 ist endlich da und das hier ist mein Starterteam. Ziemlich kacke. Ich will aber Kylian Mbappé im Team haben, aber der ist teuer und ich habe nur eine Stunde Zeit, Freunde. Zuerst habe ich versucht, mir über die Grundlagen etwas Geld dazu zu verdienen, aber dann ist mir aufgefallen, Junge, ich habe ja noch Gratis-Packs und das hat ganz gut funktioniert. Ja, Mann, erstmal alle Spiele hier auf dem Transfermarkt verscherbeln, damit ich mir meinen Wunschspieler kaufen kann. Aber du fragst dich jetzt vielleicht, Fabi, warum sind da FIFA-Points auf deinem Account? Doch was ich euch bisher noch nicht gesagt habe, pro bestandener Challenge darf ich ein Pack mit FIFA-Points öffnen. Die Challenges seht ihr übrigens hier. Am Ende des Videos muss ich mindestens 100.000 Coins haben. Ansonsten muss ich diese extrem scharfe Chili essen. Und wir haben schon die ersten 5 Minuten verbraucht, Freunde. Wie soll ich das denn bitte bloß schaffen? Glaubt ihr, ich schaffe das? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ja, Mann, die ersten Verkäufe sind durch. Wir können uns meinen Wunschspieler holen. Richtig, Freunde, Simon Mbappé. Gott. Simon Terodde, der deutsche Mbappé, gehört jetzt mir und das für nur 350 Münzen. Freunde, ich habe hier einfach einen Leihspieler Mbappé in einem Pack. Aber gut, das zählt nicht. Und falls ihr euch fragt, warum ich mir ausgerechnet Simon Terodde gekauft habe, für jedes Tor, das Terodde schießt, darf ich ein 25k-Pack aufmachen. Und das Ding ist, Freunde, wir brauchen jetzt die Kohle, denn jetzt sind schon 10 Minuten vorbei und wir haben noch keine Münzen. Es geht nur darum, Simon Terodde die Tore machen zu lassen. Terodde, jetzt mit dem ersten, Terodde lässt ihn aus dem Golasso, das war die Nummer 1. Come on, Freunde. Ja, wer braucht Simon Mbappé, wenn man Terodde hat? Aber leider konnte er nicht verhindern, dass ich dann in 10 Minuten 4 Tore kassiert habe. Oh! Junge, ich hätte vielleicht für jedes Gegentor einen Bonus bekommen sollen. Ah, oh, come on, Elfmeter. Wenn ich den halte, darf ich auch einen Pack aufmachen. Oh, come on, 25k-Pack für den gehaltenen Elfmeter. Let's go, Freunde. Zwei 25k-Packs. Da muss jetzt was rauskommen. Wir brauchen unbedingt die 100.000 Münzen. Was ist das? Kroatien? Zentral, Mittelfeld, Rote. Oh, Kovacic. Habe es auch, okay. 84er Spieler. Was ist der Wert, Kovacic? Der muss doch was wert sein, oder? 45k? Ja, okay. 4000 Münzen. Naja. So, und eins noch. Komm, wir haben nur noch 40 Minuten. Oh mein Gott, was ist es? Überspringen. Ist es... Rafael Tonali. Ah, oh Gott. Ja, gut, das war nix. Die Jungs hier nochmal auf den Transfermarkt raushauen und für den Afro alleine muss man doch schon 400 Münzen bezahlen, Freunde. Und wir gehen ins nächste Spiel und ich denke mir, so ein Rage Quit für ein 25k-Pack oder ein Eigentor für ein 7,5k-Pack, das schmeckt schon. Lass die Rolle laufen, lass die Rolle laufen. Aber Naken, mach's doch selber. Der Hut. Erstes Tor, 7,5k-Pack ist sicher. Jetzt für den Rage Quit alles geben. Dann hat unser Gegner den Ausgleich erzielt und ich habe mir gedacht, ja komm, kann ich auch gleich ein Eigentor machen. Junge, ich habe nicht mal das Eigentor getroffen. Hier, Pfosten, aber jetzt... Komm, jetzt ist er drin. Ja, Mann, da bekommen wir noch ein Pack. 2 Upgrades, let's go. Und dann war es wichtig, dass wir Packluck hatten, denn wir hatten nur noch 30 Minuten Zeit. Und ganz ehrlich, da hatte ich starke Zweifel, ob diese Challenge machbar ist. Aber ich habe trotzdem weitergemacht. Für euch. Und das ist José Gaya. Das ist absolut Trash. Aber ein paar Münzen bringt er auch wieder. Ja gut, das war das Vorschau-Pack. Jetzt das echte Pack. Guck mal, überspring mal. Und Freunde, schnallt euch an, denn dieses Pack sollte alles verändern. Franzose, ich hab's gesehen, ich weiß es nicht. Ist es Mbappé? Es ist Rongier. Ja, close enough. Zweites Pack, komm schon, ich brauche jetzt endlich mal was Gutes und das ist Non-Rare. Junge, halt's Maul, Gomez. Im Ernst jetzt, was soll ich mit dem Batshuayi, Andreas Pereira und Gomez? Nee, Mann. Ja, die Hälfte der Zeit war rum und wir hatten nur 790 Münzen. Aber keine Sorge, natürlich waren noch die Spieler auf der Transferliste. Zu diesem Zeitpunkt wurde mir klar, ich habe absolut keinen Bock auf Chili. Und ich muss nochmal Gas geben. Ich erinnerte mich an meine Kindheit zurück und an meine damalige Lieblingssendung Bob der Baumeister. Und wie hieß es dort so schön? Jo, wir schaffen das! Auch wenn ich noch absolut keinen Plan habe, wie wir das schaffen sollen. Aber eigentlich ist es einfach, einen Hattrick mit Terodde erzielen, viele Tore schießen oder einen Rage Quit erzielen, dann können wir das sicher noch schaffen mit den Packs. Vini Junior hat dann den Turban geworfen, ist den Flügel runtergeflitzt und hat diesen magischen Moment kreiert. In die Mitte zu Terodde, nein, das wäre das 25k-Pack gewesen. Oh, dieser Safe und das ist der Mannschaftsspirit, den müssen wir mitnehmen, wenn wir die Challenge noch packen wollen, Freunde. Oh, Vini Junior, Terodde, 25, ja, Mann, Terodde, Simon Terodde ist es, wer denn sonst, 25k-Pack. Ah, Simon Terodde hat uns hier mal wieder den Arsch gerettet, wie halt schon so oft in seinem Leben. Jetzt Vollgas und nochmal voller Fokus auf die letzten 15 Minuten dieser Challenge. Der Hut, oh, immerhin Eckball. Und Eckball heißt immer Gefahr für Simon Terodde da vorne. Terodde, da kommt an den Ball. Oh, mach das, Kopfballtor, zweites Tor von Simon Terodde. Ich raste hier komplett aus. Ah, es ist Heistenberg. Ich dachte, es ist Terodde. Nein. Und es ist echt 50-50. Ich weiß nicht, ob ich die 100k schmecken kann oder die Schärfe der Chili. Banaken. Zurück. Zu Terodde. Da ist das Tor. Zweites Tor von Simon Terodde. Yes. Eins noch, Simon. Ich schwör's dir, dann öffne ich 5 Packs.
Terodde, Terodde, da ist die Chance. Da ist die Chance, da ist das Tor, da ist Simon Terodde. Und das sind 5 Picks. Aber wir spielen weiter, wir sind giftig, wir wollen auch noch den Rage Quit. Uns läuft hier die Zeit davon. 12 Minuten noch. Das wird verdammt eng. Brunner, in die Mitte. Gut, gut, gut. Nächstes Tor, 5, komm. Ah, wann nagt denn der Kraken? Und er gibt nicht auf. Ja, komm, die 7,5K für ein Eigentor nehmen wir jetzt aber auch noch mit. Und vielleicht für ein Anstoßtürchen, vielleicht für ein Anstoßtürchen von Terodde, von Terodde, von Terodde. Und das ist noch ein 25K-Pack und er hat eine Pause angemeldet. Bitte quit, bitte, bitte. Nee. Yes, 6:3 Sieg, 4 Tore von Terodde. Da werden jetzt ordentlich Packs geöffnet. Ja, Mann, und fast 1500 Münzen für das gewonnene Spiel gibt's obendrauf noch. Erstmal 3 normale Packs für die 2 Tore und natürlich für das Eigentor. Netto, ja, okay. Immerhin Schwolo und Schalker. Ist immer gut. Ja, komm mal, wir brauchen noch einen großen Spieler, denn das ist vielleicht unsere letzte Chance. Kevin Volland, es ist zu wenig. Letztes 7,5K-Pack. Komm schon, bitte. Irgendwas Gutes muss doch dabei rauskommen. Oh, Verratti. 87er Verratti. Plus 85er Spieler. Da dürfen wir nämlich noch ein Extra-Pack aufmachen. Ha, erster Walker im FIFA 23 und der muss doch auch was wert sein, oder? Ja, 6K. Ja, komm. Ja, aber keine Zeit verlieren. Gleich zu den 25K-Packs für Simon Terodde. Und da dürfen wir jetzt 5 öffnen, Freunde. Da muss doch was. Innenverteidiger. ZDM. Barcelona. Ah, Kessier. Sonst noch jemand? Gay. Ha! Gay! Was ist Kessier wert? Oh, bis 120.000. 32.000. Oh, Kessier. Der bringt uns weit voran. Der bringt uns weit voran. Na bitte, die Packs lohnen sich endlich. Jetzt nächstes. Komm, nochmal so einen Banger. Dann sind wir über den 100K. Christensen. Ja, das ist zu wenig. Ah, Freunde, das wird richtig knapp. 8 Minuten noch. Oh mein Gott, bitte was Gutes. Wir brauchen die Kohle. Bukayo Saka, nein. Aber im nächsten Pack sollten wir was Geiles ziehen. Also, die Lorenzo war immerhin 5000 Münzen wert. Außerdem haben wir eine Zuschauertafel in Magenta Gelb gezogen. Wir haben da jetzt keine Zeit für, Fabi. Moment, Sekunde, das muss ich checken. Da war doch ein Inform dabei. Ja, Mann, Hogan, 77er Inform. Ist der was wert auch? Ja, nicht wirklich, aber zumindest Abstoßpreis. Das sind wieder 10K, Freunde. Denn jetzt bleibt noch eine Halbzeit und die wird entscheiden über Sieg oder Chili essen. Marco Verratti kommt rein, um uns für die letzten 3 Minuten noch zu helfen. Oh Gott, der Gegner heißt Rage Quit und er hat Erling Haaland. Aber wir brauchen 3 Minuten, um die 100.000 zu knacken. Es war also soweit. Eine Stunde Blutschmerz. Schweiß und Tränen und alles sollte auf dieses letzte Spiel ankommen. Ja gut, das habe ich gleich mal verkackt, indem ich nach 11 Minuten 13:0 hinten war. Aber, naja. Ja, jetzt verstehe ich, warum er Rage Quit heißt. Dann waren die letzten 60 Sekunden der Challenge angebrochen und ich wusste, ein Tor für so ein Extra-Pack, das wäre noch unglaublich wichtig. Der Rolle, mach Meter, aber schieß! Die Stunde ist offiziell rum, Freunde. Freunde, und jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Haben diese Transfers ausgereicht und wir haben 100.015 Münzen. 100.015, die 100.000 geknackt. Und der Mbappé kam dann noch zu der Runde. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird dir sicher auch dieses Video gefallen. Also hier klicken und angucken.